Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wie ist es möglich, dass ein einzelner Mensch es in der Lage ist, Millionen Menschen vor Schmerzen zu bewahren? Das ist das Thema dieser Sendung, was sehr aktuell ist, ganz bestimmt auch für Sie. Bleiben Sie dran. Und da sind wir wieder zurück. Mit diesem provokativen Titel möchte ich unseren Award-Sieger 2021 vom QS24 Award, Karl Müller, ganz herzlich willkommen heißen. Hallo Karl. Hallo Alexander. Schön, dass du da bist. Und ich sage das ganz bewusst, du bist mein persönlicher Held. Dieses Wort habe ich mal gesagt. Und dann gab es einen ganz berühmten Mensch, der hat es mir nicht nachgesagt. Nein, das waren seine eigenen Worte, dass du ein Held bist. Und an der Laudatio, die dieser berühmte Mann, der Professor Dr. Karl Hecht, genannt hat, dich geehrt hat, diese Laudatio möchte ich heute nochmals ganz kurz zeigen und spiele das Video ab. Meine verehrten Damen und Herren, mit dem QS24 Gesundheitspreis für Innovation wird heute ein Gesundheitspionier, ein Held der Gesundheitsinnovation geehrt. Herr Karl Müller. Herr Karl. Ja, und das wollte ich nur ganz kurz so zeigen. Also du bist für mich wirklich ein Held. Und wie das funktioniert und wie du das machst, da kommen wir im Laufe der Sendung noch darauf zurück. Für mich persönlich bist du mein Held, weil ich habe Schuhe gekauft, mal von dir, und zwar Wanderschuhe. Und ich möchte gern dich mal bitten, hier diese Sachen anzuschauen, was ich hier gerade eingeblendet habe. Das war in meinen Sommerferien. Da bin ich mit meiner Frau in die Berge gegangen und jetzt sieh mal an, wie viele Kilometer wir tagtäglich gelaufen sind. 19 Kilometer, 20, 22, 16, 16. Das geht rüber bis 24, 18. Das ist über Wochen riesen Distanzen jeden Tag gelaufen. So, jetzt kann man sagen, kein Problem für einen geübten Mann, aber das bin ich nicht. Ich bin doch noch nie so viel spazieren gegangen. Vielleicht schafft man mal 5 Kilometer oder 10, aber doch nicht diese Zahlen. Und das Schönste ist, ich bin abends aus diesen Schuhen raus. Ich hatte keine einzige Rötung hier, nix. Mein Fuß war so frisch wie morgens, wenn er reingegangen ist. Und da möchte ich einfach nur Danke sagen. Ich habe so viel Spaß gekriegt beim Spazieren. Ja, auch dir vielen Dank, Alexander. Was, das glaube ich ja eigentlich, kann ich kaum glauben. Mhm. Weil das ist auch nicht das, was ich unseren Kunden rate. Denn beim Gehen in unseren Schuhen wird ja der Fuß, die Unterschenkelmuskulatur, die ganze Haltung, alles so stark verändert. Kräfte, die sonst im Hüftbereich wirken, gehen runter in die Füße. Da werden die kleinen Muskeln, die balancierenden Muskeln so stark aktiviert, dass du einen riesen Muskelkater erstens mal in den Muskeln bekommen hätte es sollen, ich weiß ja noch nicht, dann musst du mir dann noch sagen. Ja, ist das vielleicht deine Erfahrungswerte auf den normalen Halbschuhen, aber beim Wanderschuh, war das, der hält ja bis oben, weißt du, das ist ja, das ist auch Fuß. Im Wanderschuh so, weil der hält schon bis oben, aber der Schaft ist so, das ist der Oberschuh, ist doch so beweglich, dass die Fußgelenke sich viel, viel mehr bewegen können und sich eigentlich durch die feinen Muskeln so bewegen. Und das ist auch das, was unsere Kunden uns zurückmelden, dass sie viel zu viel gelaufen seien, wenn sie vielleicht nur schon 5, 6, 7 Kilometer gegangen sind, also nicht laufen, sondern Schweizerdeutsch gegangen sind. Das ist schon eine massive Umstellung von einem normalen Schuh in einen Kibun-Schuh, sei es ein Wanderschuh oder ein normaler Schuh. Und wenn du jetzt keine Reaktionen gehabt hast in Form von Muskelkater, nee,
Nee, aber mein, was hast denn du sonst? Ich habe das nicht mal gesucht, diesen Muskelkater. Ich habe ja die größte Freude gehabt, dass mir kein einziger Zeh und die Ferse nicht wehgetan hat. Nichts, nicht rot, abends raus und nur Freude gehabt von diesem tollen Schuh. Und da muss ich auch wirklich Werbung machen. Auch der Halbschuh übrigens am Wochenende, vergangenes Wochenende waren wir am Samstag 30 Kilometer und am Sonntag waren wir 25 Kilometer unterwegs. Und da habe ich mich schon gefragt, ja, wie lange hält eigentlich so eine Sohle, bis sie durch ist? Also erstens mal freut mich das riesig. Ich möchte aber schon noch ein bisschen warnen, dass dieser Schuss auch hinten raus gehen könnte, weil eben die ganzen Körperstrukturen werden ganz anders beansprucht. Aber anscheinend gehst du von Natur aus schon sehr aufrecht, gesund, balancierend. Wahrscheinlich hast du, nein, es ist nicht wahrscheinlich, es kann gar nicht anders sein, dass du eigentlich schon auch in normalen Schuhen auf harten Böden ganz natürlich gehst und darum dir das nichts ausmacht. Okay. Jetzt zu deiner zweiten Frage, wie lange halten unsere Schuhe? Die halten sehr lange, wenn man sie regelmäßig einsetzt. Also wir geben an, so 4 Millionen Schritte, für das sind sie gebaut. Okay, oui. Das sind 4 mal 1 Schritt, ist ja etwa 1 Meter. Ja. Das sind vielleicht ein bisschen weniger, aber sagen wir mal 1 Meter. 1000 Schritte sind 1 Kilometer. Dann wären das etwa 4000 Kilometer, die Schuhe halten sollten, auch tun. Wenn irgendwas in der Fabrikation mal ein Fehler sein sollte, dann ersetzen wir die selbstverständlich. Aber generell sollten sie noch länger halten. Mein Jogging-Turnschuh hat jetzt ungefähr 2000 Kilometer drauf. Hat zwar keinen Kilometerzähler, aber ich habe eine App und check das. Also ungefähr Halbzeit. Ja, Jogging-Schuhe halten generell viel weniger lang als unsere Schuhe. Das ist auch ein ganz anderes Material. Das elastisch federnde Material ist hält viel länger als dieses moderne, ganz leichte Material der Jogging-Schuhe. Ist natürlich auch nicht unbedingt für Dauergebrauch gedacht. Nein, das ist schon klar. Aber ich wollte dir das einfach mal zeigen und Danke sagen, weil du hast mir die Ferien sowas von versüßt. Meine, stell dir vor, die Füße tun dir weh, die Zehen und die Ferse und du hast Pflastern und Blasen und weiß Gott was. Aber wenn du hast das Gefühl, du laufst auf einer Wolke. Und immer wenn ich andere Leute gesehen habe, ich habe ja jedem auf die Füße geschaut, du meinst du, ich hätte irgendwo mal einer in den Walliser Bergen gesehen, wo auch diesen Komfortschuh hatte? Niemand. Niemand. Und dieses Leid, wo ich zum Teil auch wieder gesehen habe, wie sie da am Blasenpflaster montieren sind, mitten auf der Ferse, ich wäre der beste Verkäufer gewesen, ich sag dir. Also, das wäre so einfach, mit viel Begeisterung hinauszutragen. Ja, das freut mich sehr. Diese Rückmeldung freut mich riesig. Und es sind ja nicht nur die Blasenpflaster das Problem. Beim Gehen in den Bergen, vor allem die älteren Menschen, die Zeit haben, Abwärtswandern, da geht man ja lieber mit der Bahn. Aber gerade beim Abwärtswandern hätte man die beste Möglichkeit, seinen Körper zu trainieren, wenn man eben in weich elastisch federnden Schuhen statt abwärts den Knieschnapper zu bekommen, den Körper fallen zu lassen, wenn man eben so wie ein Rad runterrollen würde, wenn man mit dem Fahrrad runterfährt, muss man ständig auf die Bremse, oder? Und wenn man so auf gelben Wanderwegen kann man ja, oder geht man ja heute sehr oft mit diesen Mountainbikes in die Berge, und da bremst man. Und beim Abwärtswandern sollte man eigentlich auch rollend abwärts gehen. Das geht aber nur, wenn man diese Bremskraft mit den Schienbeinen, Waden, Fußmuskeln, mit diesen Muskeln ständig bremst, dann trainiert man einerseits die Muskulatur enorm gut, man schont die Gelenke, man hat dann zwar, bekommt man Muskelkater, tut man ja eigentlich oft, wenn man einen Muskel mehr benutzt als üblich oder andere Muskeln benutzt,
Und das wäre natürlich eben nicht nur das Pflastern ist ein Problem, wenn man normale Schuhe trägt, sondern vor allem die Knieschmerzen, die man oft beim Abwärtswandern hat, die kann man sehr gut umgehen und dadurch noch nebenbei die Muskeln trainieren. Und da möchte ich gerne auf das Zitat auch vom Professor Hecht eingehen, der dich ja auch tituliert hat als Held, weil einfach dank diesem Schuhwerk, wo Millionen Menschen heute auch schon tragen, viele Operationen verhindert werden konnten. Und da möchte ich gerne, dass du noch ein bisschen erklärst. Ich habe jetzt hier ein Bild aufgezeigt, dass du da vielleicht nochmals zeigst, warum hier so gelenkschonend gelaufen wird und weshalb es dadurch häufig zu keinerlei Operationen mehr kommen muss. Es ist eigentlich das, was ich vorher erklärt hat. Wenn du genau schaust bei der Großaufnahme, dann sieht man, schön auf dass die Ferse der Fuß zuerst, gell? Rollt. Ja. Also der Schuh wird so wie ein Kreissegment, ein Radsegment. Man rollt auf dem Boden, sei es geradeaus, sei es abwärts. Und all das wird durch die, wenn man dann auch das ganze Bild anschaut, durch die Fuß-, Schienbein-, Waden-, Oberschenkelmuskulatur balancierend gemacht. Also der Mensch, der ganze Mensch richtet sich mehr auf, dadurch, dass unten ein elastisch federndes Material zwischen den Füßen und dem Boden ist, richtet er sich auf. Der ganze Körper, der Muskelapparat spannt sich an. Und ein angespannter Muskelapparat schont automatisch die Gelenke. Geht auch noch zu einem anderen Bild zurück. Und da sieht man es vielleicht besser. Ja, hier hat man genau den Vergleich. Also links ist es so, wie wir vorher gesehen haben. Der ganze neuromyofasziale Apparat, das sind ja die Faszien von den Zehen bis zu den Fingerspitzen, hängt ja über den Faszienapparat, ist ja der ganze Muskelapparat verbunden. Und wenn der angespannt ist, dann geht man balancierend. Man sieht die Rotation der Brustwirbelsäule, wenn man das vergleicht mit rechts, so wie die älteren Menschen dann halt gehen. Das beginnt unten an den Füßen, wenn der Fuß einfach nur fallen gelassen wird, ohne Anspannung der gesamten Muskulatur. Dann gibt es einen Schlag in die Füße, man nennt das Klappfuß. Dann dieser Schlag in den Klappfuß, der findet sich dann wieder in den Knien. Dann sieht man diese aktive Vorwärtsbewegung der Oberschenkel in den Hüften. Das blockiert das Becken. Der Oberkörper geht nach vorn, der Schlag dann geht dann bis in den Nacken rein, der Armschwung wird vermindert. Und Tatsache ist leider, dass die meisten Menschen etwa im Alter so gehen wie rechts, und dieser Gang vom Kind bis zum Alter entwickelt sich immer mehr in diese Art von Gang, wie man ihn rechts sieht. Das nutzt dann die Gelenke enorm schnell ab und kommt zu Entzündungen und Schmerzen. Dann wird halt operiert, anstatt die Ursache des Problems bekämpft. Also dass man wieder anders geht durch anders gehen, so wie links, durch das Neulernen des Gangs, so wie man früher mal als Kind gegangen ist, wird einfach operiert und das Symptom bekämpft. Ich meine, die Knieoperationen oder Hüftoperationen sind ja ein Segen heutzutage, was da alles möglich ist. Aber es ist ja viel wichtiger, es noch zu verhindern, zu versuchen zu verhindern oder letztendlich zu versuchen, dass es überhaupt nie passiert. Und wenn ich das Bild so anschaue, dann ist es ja eigentlich völlig klar, dass wenn ich mich so verhalte wie rechts, dass irgendwann der Schmerz unerträglich wird und ich unter das Messer komme. Und genau da hast du ja interveniert mit diesen neuen Schuhsohlen, also Rückfederungssohlen, dass es zu diesem aufrechten Gang kommt. Heißt das für Leute, die jetzt schon Knie, Hüft, wie sagt man da hinten? Nacken Probleme haben, können dies eigentlich noch trotz Entzündungen schaffen, in den linken Bereich rüber zu switchen? In den meisten Fällen sofort. Sehr, sehr schnell. Oft innerhalb Minuten oder Stunden oder Tagen
ist das in fast allen Fällen sehr einfach möglich, wenn man auch weiß, wie man gehen muss in diesen Schuhen. Wenn man Rückenschmerzen hat, kann man eigentlich mehr oder weniger gehen und dann funktioniert's in den meisten Fällen automatisch. Bei Knieschmerzen, bei Nackenschmerzen muss man einiges wissen. Manchmal muss man auch noch ein paar in der Physiotherapie ein paar Faszienverklebungen lösen, ein paar Dehnungsübungen machen. Aber es ist bei degenerativen Problemen, du hast ja gesagt, solche orthopädische Operationen sind ein Segen. Sie sind vor allem dort ein großer Segen, wo es Unfälle gibt. Also Autounfälle oder irgendwas, dort ist ein großer Segen, wenn man Gelenke operieren kann. Die kreieren aber auf der anderen Seite halt Nebenbaustellen, weil man die Faszien verschneidet und dann unbeweglich wird. Und bei degenerativen Problemen ist es fast in allen Fällen möglich, wieder schmerzfrei zu werden und dann eben auch beweglich bleiben. Mhm. Weil nach Hüftoperationen, es kann sein, dass eine Hüftoperation mal nutzt für eine gewisse Zeit. Mhm. Aber in praktisch allen Fällen wird man dann nachher sehr viel unbeweglicher, einseitiger. Und eine Operation zieht darum auch oft dann eine nächste Operation. Also Hüftoperation rechts ergibt oft eine Knieoperation links, mhm, und so weiter. Und dann, mhm, geht man immer noch gebückter, noch mit kleineren Winkeln. Also man kann dann die großen Bewegungen nicht mehr machen im Alter. Die Bewegungen werden immer kleiner, die Schritte werden kleiner, der Mensch wird kleiner, und die Schmerzen werden immer größer. Mhm. Als meine jüngste Tochter nach Frankreich durfte für einen Sprachaufenthalt, hat sie einmal mit Heimweh angerufen und gesagt, ich vermisse drei Dinge. Ich dachte, oh ja, jetzt fängt's an. Der erste Kind mit Heimweh. Sagt sie, ich vermisse mein gutes Wasser zu Hause. Ja gut, okay, da ist es halt. Ich vermisse ein gutes Brot. Weil sie haben ja nur Weizenbrot, oder? Und das dritte, ich vermisse meine Schuhe. Dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Sie hat natürlich so Latschen mitgenommen für den Urlaub, damals im Sommer, und nicht ihre schönen, teuren, wertvollen Schuhen, wo sie so genießen kann mit Laufen. Was will ich damit fragen? Es geht eigentlich, das Schuhwerk ist präventiv auch für junge Leute, die noch gesund sind, ein Segen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann bleiben wir so, wie wir sind. Ja, klar. Also, oder ich muss es anders sagen. Wenn ich jemanden frage, wo gehst du am liebsten? Und wie? Was wären die besten Rahmenbedingungen für dich zum Gehen? Sagen alle, barfuß auf Moos, barfuß auf Wolken, hast du vorher erwähnt, weil das, mhm, ist nicht gut möglich. Barfuß auf Moos, barfuß im Sand, dort, wo das Wasser, gerade am Meer, sein Ende findet im Sand, oder eben dann auf elastisch federndem Material. Das Gehen in unseren Schuhen, ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, wow, das ist wirklich, noch schöner kann ich mir das Gehen gar nicht vorstellen, rein gefühlsmäßig. Mhm. Und dieses Gefühl, dieses weich, elastisch federnde Gefühl, das ist nicht nur ein gutes Gefühl, sondern das hat eben die Wirkung, dass die Mechanik am ganzen Apparat, am ganzen Bewegungsapparat dermaßen verändert wird, dass wenn man so geht, eigentlich ein Leben lang keine Schmerzen bekommen sollte, wenn dann nicht irgendwie andere Einflüsse, Umfälle oder sowas ist. Aber degenerative Abnutzungen der Gelenke und so weiter sind eigentlich, kann ich mir nicht vorstellen, sind gar nicht möglich. Aber präventiv, wer tut das schon? Noch eine Geschichte aus unserer eigenen Familie. Ich habe die eine Tochter, die ist oben, hast du ja gesehen, Jacqueline. Die hat, was hat sie jetzt, da 15 Jahre profimäßig Eiskunstlauf betrieben. Und das sind ja Wahnsinnsschläge, wenn man sich da zwei, dreimal dreht und dann wieder mit einem Bein runterkommt. Sie musste dann aufhören, so mit unter 20, eigentlich quasi als Sportinvalid, kann man so sagen, weil die Knie nur noch geschmerzt haben. Und die Tochter ist wahnsinnig hart, da kommen keine Tränen. Aber dann kamen die Tränen, der Schmerz war so heftig.
Ja, sie trägt jetzt diesen Schuh, ja, auch schon etwa 9 Monaten und ist beschwerdefrei. Und für mich ist das ein großer Segen. Ich habe sie vorher gesehen mit den Schuhen. Sie hat so hohe Lederschuhe mit so rockmäßig sehen die aus. Da sage ich, wow, wie fühlst du dich in den Schuhen? Sagt sie, ja super. Und so viele junge Menschen sprechen sie an und sagen, wow, was hast du für coole Schuhe. Ja. Also so Gesundheitsschuhe müssen nicht unbedingt komisch aussehen. Mhm. Aber doch wichtig, weißt du, ich kenne so viele Sportler, die so Schmerzen haben in den Knien, in den Beinen, aufgrund von einfach Verschleiß, oder? Aber es ist nicht zu spät. Man kann ohne Operationen wirklich nur über den Komfort des richtigen Gehens die Entlastung an diesen Stellen herbeiführen und dass die Selbstheilung geschieht. Ich habe es erlebt und ich muss sagen, danke. Ich hatte nämlich selbst als Vater ein bisschen schlechtes Gefühl. Wann interveniert man bei einem Kind, das so fanatisch Sport macht? Ja, intervenieren bei Kindern ist immer schwierig. Ja. Ich habe es auch machen lassen und alles unterstützt, oder? Aber ich habe es ja gesehen, das sind ja Schläge, das ist ja alles andere als gesund. Aber du, ich habe noch ein paar andere Bilder, die ich dir auch zeigen, da noch integrieren möchte in dieses Bild. Moment, da muss ich nochmals ein bisschen zurück, hier. Und jetzt lassen wir den laufen. Und das ist doch, du hast vorhin gesagt, das ist jetzt innerhalb von Sekunden, oder? Also der läuft entweder am Boden oder auf dieser Matte. Und man sieht auch sein Gesicht, da kann es kaum glauben, oder? Ja, das ist ein Minister aus Kenia, Yusuf Hassan Abdi heißt er, kann man auch googeln. Ja. Auf ihn wurde ein Anschlag verübt, er war 2 Jahre im Rollstuhl. Er hat dann wieder gehen gelernt, wurde durch seinen Leibarzt aus London zu uns geschickt. Zuerst haben wir mal ein Video gemacht mit ihm, links auf dem Boden. Mhm. Und dann haben wir ihn auf die Matte gestellt. Er hat dann selbstständig seine, und diese Matte ist aus dem gleichen Material wie unsere Sohlen, so weich, elastisch, federnd. Niemand hätte gedacht, dass er auf dieser instabilen, wackeligen Matte überhaupt gehen könnte. Er hat sogar den Stock weggelegt. Und man sieht, er geht symmetrischer, gerader, aufrecht. Und das ist eben so, weil die Sensormotorik zu mitspielen beginnt, die Füße viel, viel kräftiger gehen. Ja, aber das gleich ein anderes Bild vom gleichen Person, oder? Das ist eine andere Person, der ist aus den Philippinen gekommen. Ah. Genau, er geht auch auf diesem Material, aus dem unsere Sohle besteht. Er geht auch sofort. Es ist wirklich innerhalb von einer Minute, das heißt eine Sekunde, geht er gerade. Und hier sieht man noch eine Frau. Links geht sie in den Socken, in der Mitte in den Schuhen und rechts in unseren Kibun-Schuhen. Das sind 2 Wochen zwischen links und Mitte ist am gleichen Tag. Rechts 2 Wochen später mussten wir noch eine Anpassung machen. Sie geht völlig symmetrisch. Und sie fällt nicht mehr auf, dass da irgendein Problem besteht. Nein, eben das Gehen auf elastisch federndem Material zentriert. Es macht symmetrischer, es macht aufrechter und es lässt den Körper balancieren. Und der balancierende Gang heißt, die Muskeln sind angespannt, die Muskeln sind aktiv, die Muskeln werden trainiert und die Gelenke werden geschont. So einfach ist es eigentlich. Ja, und jetzt weißt du, warum ich euch immer wieder dieses Wort Held sage, denn diese Dame, die wird das auch nicht anders sagen und dieser Minister wird das auch nicht anders sagen. Wenn man wirklich so Probleme hat und durch eine Veränderung des Gehverhaltens in eine andere Situation kommt, dann ist das ein Riesensegen. Wenn jetzt ein Zuschauer zu Hause sagt, ich habe auch Probleme oder ich möchte keine Probleme, kann er das auch mal testen? Zuerst noch zum Wort Held. Ich höre das überhaupt nicht gern. Ich glaube, du provozierst mich immer wieder. Ich provoziere dich. Und du möchtest mir es einfach so lange sagen, bis ich mal aufstehe und davonlaufe. Das tue ich nicht. Ich nehme das nicht so gerne an, weil es ist ja nicht von mir. Es ist ein Geschenk Gottes. Ja. Es wurde durch dich manifestiert. Ja, genau. Und wenn man etwas bekommt, dann verpflichtet das auch immer. Hm.
Und ich mache das jetzt seit 25 Jahren als Biomechaniker, entwickle ich ein Konzept, welches den Menschen ermöglicht, möglicherweise ein Leben lang beweglich und schmerzfrei zu werden oder zu bleiben und alles zu geben. Und das steckt natürlich ein riesiges Team dahinter, einige hundert Mitarbeiter insgesamt, die daran arbeiten. Und ich selbst bin einfach mittlerweile pensioniert seit fünf Jahren, noch ein bisschen der Kommunikator und halt der Biomechaniker im Hintergrund, aber das ist ein großes Team, was da die ganze Arbeit macht. Mhm. Und zu deiner Frage, ja, wenn man Kibun oder Kibun Joya im Internet eingibt, also Kibun KYBUN oder Joya JOYA, dann findet man uns und dann findet man auch Händler in der Nähe oder Berater in der Nähe. Es gibt auch Physiotherapeuten, Ärzte, einen ganzen Beratungsstab, wo man lernen kann, beweglich und schmerzfrei zu gehen. Da kann man es auch mal anziehen und gehen. Man kann auch im Internet Schuhe mal für 2 Wochen, ich glaube 30 Franken für 2 Wochen oder 20 Euro, 2 Wochen risikofrei ausprobieren, damit man sieht oder damit man selber spüren kann, ob das hilft. Es ist einfach wichtig, dass man dann auch die Gebrauchsanweisung genau liest und das gut und richtig macht, dann hat man in fast allen Fällen hat man Erfolg. Noch ein paar wenige Fragen. In wie vielen Ländern seid ihr operativ jetzt schon tätig? Also ich weiß es nicht genau, es sind zwischen 30 und 40 Ländern. Mhm. Ja, und ein paar tausend Wiederverkäufer, Berater. Also ein Netzwerk, was eigentlich schon fast die halbe Welt umspannt, oder? Ja, Asien, eigentlich die ganze Welt, aber nicht flächendeckend alle Länder. Also wir sind in Amerika, Kanada, China, Korea, Japan, Indonesien, dann in fast allen Ländern Europas. Mhm. Ja. Und wie viele Schuhsorten gibt es denn da ungefähr? Oh, etwa Kibun und Joya zusammen etwa knapp 300 Modelle. Ja, also es hat für jeden etwas dabei, oder? Es hat von Sandalen über Wanderschuhe. Wanderschuhe, geschlossene, Finken. Offene Leder, Finken, alles Mögliche. Ja. Super, also alles kann man sehen auf der Homepage. Ja. Auf dieser Webseite mit diesen Stichworten Kibun oder Joya findet man das alles. Super. Auch in vielen Sprachen, also auch auf Finnisch, auf Spanisch, auf Chinesisch, auf Koreanisch gibt es viele Sprachen auch. Gibt noch so ein Zitat. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Genau, die Schweizer haben es erfunden. Du, also herzlichen Dank, lieber Karl. Ich finde das einfach wirklich nur großartig und wieder in Bezug zu mir. Mir macht Gehen so Spaß. Ich genieße dieses Wochenende immer wieder, wo ich einfach nur spazieren gehen kann in den Bergen überall und meine Füße tragen mich überall hin. Also ich bin da sehr dankbar, dass ich diesen Genuss erleben durfte und darf. Und ich werde jetzt schauen, dass ich meine Tausender an Kilometer mache und dann einfach wieder mal den Schuh wieder mal wechsle. Und ja, ist halt so. Ich mache meine Kilometer und darüber freue ich mich extrem sehr. Und das war's für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt habe ich mich noch fast an der Schlussmoderation verhaspelt, aber so ist es halt, wenn es live ist. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Testen Sie es einfach mal. Schauen Sie dieses Wunderwerk an. Laufen Sie mal auf einer Wolke und schauen Sie, wie Ihr Gang ist, ob die ein oder anderen Problemzonen plötzlich weg sind. Dann ist es ein Segen. Dann ist auch Karl Müller für Sie ein Held. Ich hoffe es zumindest. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.